der Spielerbank Platz nehmen durfte. Er darf auch nicht in die Kabine gehen in der Pause. Er hat also keinen Kontakt, direkten Kontakt mit den Spielern. Er hat sich einen Platz gesucht auf der linken Seite der Tribüne, auf der Stehrampe. Und notfalls wird er mit Funk Einfluss nehmen und seine Meinung weitergeben zur Spielerbank der Schweizer. Alles andere als ein Sieg der Schweizer wäre natürlich aus sportlicher Sicht miserabel. Hier darf eine Schweizer Nationalmannschaft ganz einfach nicht verlieren. Zum Glück für Stielike und seine Mannschaft ist ja vielleicht in Österreich und das Missgeschick passiert, gegen die Färöerinseln zu verlieren. Und das war mit Sicherheit ein Warnschuss auch für unsere Berufsspieler, die heute nur einen einzigen Profi gegen sich haben, einen aktiven Profi, nämlich den blonden Bonin. Geiger staffelt im Augenblick noch vorsichtig zurück. Herr hat sich zur Nummer 11 gestellt, zu Macina, der einzigen Sturmspitze. Hottiger Bickel. Herr Hermann. Vorne Sutter, Türkilmaz und Chapuisat aus Sturmspitzen. Ein ungeschickter Ballverlust im Mittelfeld. Bickel hat den Ball wieder zurück, Robert. Alain Sutter schickt Beat Sutter. Türkilmaz hat übernommen. Bereits sämtliche Feldspieler in der Platzhälfte der San Marinesen. In der Schweizer Gruppe 2 hat übrigens heute Abend um 17 Uhr Bulgarien gegen Schottland gespielt. Die Partie endete 1:1, sodass jetzt in der Gruppe 2 Schottland führt mit 3 Spielen und 5 Punkten abseits. San Marino hat im Stil einer Profimannschaft hier die Abseitsfalle gestellt. Schottland führt mit 3 Spielen und 5 Punkten. Vor Bulgarien mit 3 Spielen und 3 Punkten, dann die Schweiz mit 2 Spielen und 2 Punkten. Die Schweiz kann also mit einem Sieg auf den zweiten Platz vorrücken. Rumänien hat 2-mal verloren bis jetzt und San Marino spielt seine allererste Begegnung. Montironi hat abgewehrt. Für die Schweizer muss es darum gehen, möglichst sofort praktisch jeden Zweikampf zu gewinnen, das Spiel unter Kontrolle zu bekommen und auch möglichst schnell einen Treffer zu erzielen. Herr begibt sich jetzt bereits in den gegnerischen Strafraum. Hier ist er. Bickel, sofort stellen die Einheimischen immer wieder die Abseitsfalle. Zum ersten Mal in der Platzhälfte der Schweizer die Blauen aus San Marino. Bickel, viele Ballkontakte für ihn in diesen ersten Minuten. Knupp. Türkilmaz, gut angespielt. Einwurf für die Schweizer. Hinten bleibt jetzt nur Geiger und auch er steht bereits weit in der Platzhälfte des Gegners drin. Bickel hat es mit einer Direktabnahme versucht. Alain Sutter. Walker hat bis jetzt noch keinen Ball berührt. Siamo a 7 su 7!
Fabio! Schapp, wie habe ich da geschickt? Nebel hier jetzt über dem Terrain von San Marino. Und jetzt erster Ballkontakt für Philipp Falk. Fabio, Fabio, più in mezzo. Aiuti, Massimo. Pickel wird sofort gestört. Von Francini. Pasolini. Macina. Gegen vier Rote. Bonini kommt ihm zu Hilfe. Ungenau das Zuspiel von Bonini. Bonini, der 8 Jahre bei Juventus Turin gespielt hat, in der sehr erfolgreichen Mannschaft von Juventus Turin. Neben Michel Platini. Jetzt spielt er bei Bologna und wird ab morgen eventuell Mannschaftskollege sein von Türkilmaz. Wobei man heute hat vernehmen können hier in Italien, dass die Spielberechtigung für Türkilmaz für das morgige Cup-Spiel in Modena noch nicht eingeholt worden ist. Er wird also wohl frühestens am nächsten Sonntag debütieren können bei seinem neuen Verein. Hermann am linken Flügel. Wie es nicht anders zu erwarten war, darf er seine Rolle heute sehr offensiv interpretieren. Alain Sutter spielt im Augenblick gegen Bonini. Pickel hat gestoßen. Freistoß deshalb diktiert vom zypriotischen Schiedsrichter Kapsos. Freistoß für San Marino durch Bonini. 7,5 Minuten sind gespielt. Sutter, Alain Sutter für Türkilmaz. Bonini hat hier gesendet. Der Torhüter war noch weit, weit vor seinem Tor. Und Alain Sutter hat das sehr routiniert und gekonnt ausgenutzt. Hier haben sie Bonini, der nicht aufgepasst hat, der nicht sah, dass Alain Sutter sich in der Nähe befand. Und dieser überlistet sehr gekonnt den sanmarinesischen Torhüter Beneditini. Ein wichtiges Tor für die Schweizer, das sicher das Spiel zu ihren Gunsten beruhigen wird. Eine auch heute sicherlich nicht abzuleugnende Startnervosität kann sich damit legen. Wieder ein frühes Tor, einmal mehr. Durch Alain Sutter, der ja schon beim 4:1-Sieg in Luxemburg einen frühen ersten Treffer zum Erfolg beigesteuert hat. Hermann, gefährliches Spiel, Freistoß indirekt. Alain Sutter, Torschütze des 1:0, also respektive 0:1. Die Schweizer führen. Chapuisat tritt den Freistoß. Und eine kalte Dusche vielleicht für die Spieler von San Marino, dass genau derjenige Mann, auf den sie ihre großen Hoffnungen abstellten, das große Vorbild, der Star von Bologna, hier diesen Fehler begangen hat und diesen Treffer eigentlich auf seine Kappe nehmen muss. Zweiter Corner für die Schweizer durch Chapuisat. Wieder nicht ganz sauber die Arbeit der Angreifer. Freistoß also zugunsten der Blauen. Durch Guerra. Pasolini gestoppt von Ottica.
Es ist kein einziger Spieler bei San Marino dabei, der auch in einem Verein hier in San Marino spielt. Es gibt ja eine Meisterschaft hier in San Marino. Das war Bedingung, eine nationale Meisterschaft, um überhaupt in der UEFA und in der FIFA aufgenommen zu werden. Ich sagte schon mehrfach, Bonini spielt als Profi in Bologna. Alle anderen spielen in kleinen Vereinen, in den Amateurligen hier in der Region. In Vereinen, die vielleicht ungefähr unserer dritten oder zweiten Liga entsprechen. Bei der Klasseneinteilung hier in Italien. Abseits von Chapuisat. Kubi! Von Chapuisat, aber Vorteil zeigt der Schiedsrichter an für San Marino. Hermann, sehr diszipliniert, ist da hinten geblieben. Hottiger. Muccioli, Bonini, aber schneller ist Geiger. Die Nummer 11 bei San Marino, die einzige Sturmspitze, Mangina, er ist natürlich völlig isoliert vorne, völlig auf sich allein gestellt. Der 24-jährige Marco Mangina. Hermann jetzt im Mittelfeld, im Augenblick ein gutes Zuspiel für Hottiger. Schön hat Hottiger den Ball übernommen, technisch perfekt. Dritter Eckball, dritter Corner für die Schweiz. Hier haben Sie Mark Hottiger, Schütze des 1:0 gegen Bulgarien. Bis jetzt haben ja die Schweizer gegen Bulgarien gespielt und 2:0 gewonnen. Und in Schottland haben sie 1:2 verloren. Das dritte Spiel der Schweizer hier also in dieser Europameisterschaftsqualifikation der Gruppe 2. Schwierigkeiten für den Torhüter. Türk Yılmaz hat hier gezögert. Türk Yılmaz hat davon gesprochen, dass er eventuell Stielike darum beten wird, in der Pause hier aus dem Spiel entlassen zu werden. Stielike hat gesagt, dann muss er aber schlecht spielen, sonst nehme ich ihn nicht raus. Wenn er gut spielt, bleibt er drin. Und Türk Yılmaz muss ja interessiert sein, hier gut zu spielen. Nicht nur für die Schweizer Mannschaft, sondern auch für sich persönlich. Er will einen guten Eindruck hinterlassen vor seinem Debüt bei Bologna. Chapuisat gegen Montironi und Zanotti. Missverständnis zwischen Knupp und Chapuisat. Hermann hat sich weit vorne den Ball erkämpft. Hottiger. Sehr riskant, rückt die Abwehr der Blauen jeweils auf, stellt die Abseitsfalle. Da kann dann problemlos einmal ein Schweizer zwischen der auf einer Linie spielenden Abwehr hindurch marschieren, direkt aufs Tor. Wenn einer auf die Idee kommen sollte. Freistoß durch Hottiger. Eine knappe Viertelstunde ist gespielt. 1:0 führen die Schweizer. Abliebe! Das ist die Wiederholung dieses Freistoßes mit dem Kopfball von Beat Sutter. Abstoß beim Tor von Benedettini. Guerra hat abgeschlagen den Ball. Guerra, 22-jährig. Bonini wieder einmal im Ballbesitz.
Einwurf durch Bonini. Macina, faul an Macina. Zum ersten Mal in San Marino in den Strafraum. Macina hat allein versucht. Keine Gefahr für Walker. Hier haben Sie Karl Engel im Bild. Er soll die Direktiven von Stielicke weitergeben an die Mannschaft, wenn sich dieser per Funk bei Hasler meldet. Karl Engel, der frühere Torhüter, also heute in der Rolle des Nationalcoaches, im Kontakt, im direkten Kontakt mit den Spielern. Beat Sutter, hinter ihm Alain Sutter, der zu Hilfe kommt. Und das bringt Eckball Nummer 4. Siebzehnte Minute, der vierte Corner für die Schweizer. Die seit der siebten Minute mit 1:0 führen. Das ist Torhüter Benedettini. Und den Eckball tritt Sutter, Alain Sutter. Noch einmal Alain Sutter. Beinahe ein Eigentor. Durch Montiron. Der erste Eckball, respektive der fünfte, ist bereits getreten worden, während Sie die Zeitlupe sahen. Jetzt also Corner Nummer 6. Chapuisat hat den Ball wieder zur Mitte gebracht. Und das ist wieder Solist Macina, der sich nicht durchsetzen kann gegen zwei Schweizer. Die 9 ist Pasolini. Calmo, tranquillo. Und mit der 10 haben Sie Francini. Auch er ein junger Spieler von 21 Jahren. Am Boden. Der Schiedsrichter zeigt aber unmissverständlich an, da Sutter sich da zuerst unkorrekt verhalten hat und er diktiert Freistoß zugunsten von San Marino. Sutter hat wirklich den Gegenspieler zuerst zurückgehalten und dieser hat sich mit einem Schlag mit dem linken Ellbogen revanchiert und hat Sutter im Gesicht getroffen. Spielunterbruch also jetzt nach 20 Minuten. Beim Spielstand von 1:0 für die Schweizer. Richtige Länderspiele haben die San Marinesen erst 4 ausgetragen. Gegen den Libanon 0:0, gegen die Türkei 0:3, gegen Syrien 0:4 und gegen Kanada 0:1. In einem wirklichen Länderspiel haben sie also überhaupt noch nie ein Tor erzielt. In Trainingsspielen gegen die dänische Clubmannschaft von Odense spielten sie 1:1 und gegen Ancona spielten sie 1:2.
Dielicke hat sich jetzt an die Gitterabschrankung begeben, unten auf der Tribüne, das konnten Sie im Bild nicht sehen, hat Karl Engel zu sich gerufen und hat ihm Anweisungen gegeben, ohne Funksgerät, direkt. Es ist auch noch davon gesprochen worden, nämlich, dass eventuell der österreichische UEFA-Kommissär dieses Funksgerät verbieten würde. Im Bild haben Sie das Funksgerät gesehen, zu Beginn der Partie in den Händen von Ernst Hasler. Vielleicht dürfen die Schweizer in Tat und Wahrheit dieses Funksgerät aber nicht benutzen. Auf alle Fälle hat Dielicke direkt aufs Spielfeld gerufen von der Tribüne aus zu Karl Engel. Chapuisat ist nicht zurückgekommen, rechtzeitig. Deshalb abseits. Das gehört natürlich auch dazu, auch wenn man überlegen ist, das Spiel beherrscht und 1-0 führt, dass man schnell genug zurückhält, um nicht in Abseitsposition ertappt zu werden. Wieder Mancini ganz allein. Francini ist ihm zu Hilfe gekommen. Zum ersten Mal so etwas wie Gefahr in Tornau von Valka. Relativ wenig Bewegung bei den drei Sturmspitzen der Schweizer, deshalb konnte hier Geiger nicht abspielen. Sutter kommt jetzt nach hinten, den Ball zu holen. Hodliger, Sutter, Geiger, angegriffen von Bonini. Alain Sutter. Im Augenblick läuft das Spiel der Schweizer nicht sehr gut. Kein Foul von Herr gegen Magina, entscheidet der Schiedsrichter. Türk Yılmaz. Abstoß. Von den Sturmspitzen der Schweizer war heute bis jetzt nicht allzu viel zu sehen. Den Treffer hat Mittelfeldspieler Alain Sutter erzielt. Ansonsten haben sich die Schweizer bis jetzt eigentlich noch keine Torchancen herausgespielt. Sie kontrollieren das Spiel, sind meist im Ballbesitz, waren bis jetzt überhaupt nie in Gefahr. Gefährliches Spiel, Freistoß indirekt. Sie waren bis jetzt überhaupt noch nie in Gefahr, aber mit Ausnahme des Treffers von Sutter, der blitzschnell reagiert hat beim Fehler von Bonini, haben sie sich eigentlich gegen die sich hinten hineinstellenden San Marino-Abwehrspieler noch keine Torchance herausgespielt. Bickel, jetzt die erste vielleicht, Türk Yılmaz hat verfehlt, aber auch der hat Schuster verpackt. Der Ball ist noch berührt worden von einem Abwehrspieler. Nein, doch nicht. Der Schiedsrichter deutet jetzt zuerst nach links, zurückfahne. Türk Yılmaz hat hier den Kopf eingezogen. Dann Beat Sutter, der zuerst den Ball unter Kontrolle bringen musste und dann natürlich einen sehr, sehr spitzen Winkel vorfand, um die Torecke zu treffen. Aber dies war immerhin die erste herausgespielte Torchance. Pickel, ein weiterer Freistoß indirekt. Mutiger als rechter Flügelstürmer, hier haben Sie ihn im Bild, er wird auch den Einwurf ausführen. Beat Sutter. Hermann gegen Zanotti. Pickel. Pickel bleibt hängen bei Cecoli. Ja,
siegreich in einem Zweikampf. Hermann hat nach rechts gewechselt und Gobi gestoppt. Jetzt begibt sich Hermann wieder zurück auf seine linke Verteidigerposition. Dort ist allerdings weit und breit kein Angreifer zu sehen. Ein Weitschussversuch von Francini. Versuchen die Abwehrspieler etwas aus ihren Räumen herauszulocken, etwas Platz zu schaffen. Geigerwechsel zu Hermann. Knupp ist es gewesen. Aus Spitzenwinkel zeigt der Hermanns Macht das 2:0 in der 27. Minute. Benedettini. Ist zu bedauern, da konnte er nicht viel ausrichten. 0:2 nach einem sehr guten Wechsel, einem 50-Meter-Pass von Geiger auf Knupp. Und Knupp erzielt seinen 6. Treffer für die Nationalmannschaft in seinem 11. Spiel. 0:2. Und jetzt müssen die Schweizer eigentlich ruhig und gelassen aufspielen können. Hier haben Sie Chapuisin Bild. Fehler von Bickel bringt San Marino im Ballbesitz. Da sahen Sie einmal mehr, wie allein auf sich angewiesen vorne der bedauernswerte Magina ist. Das ist der Nationaltrainer von San Marino, der 40-jährige Giorgio Leoni, der selber einmal in der Serie C in Italien gespielt hat. Das ist die drittstärkste Liga. Gebildet mehrheitlich aus Berufsspielern, die Serie C in Italien. Bonini versucht allein, kommt aber nicht durch. Geiger, Hermann, Chapuisin. Einwurf durch Montironi. Bereits sind die Schweizer wieder im Ballbesitz. Freistoß für die Schweizer. Nach diesem Foul von Zanotti an Chapuisin. Freistoß durch Hermann. Geiger, erst einmal hat er in Extremis eingreifen müssen, vor wenigen Sekunden. Alain Sutter. Sehr schön hat er sich freie Schussbahn verschafft. Leider ist der Schuss dann nicht allzu sehr gelungen.
Noch einmal, Alain Sutter verschafft sich freie Schussbahn gegen Guerra. Verzieht dann aber. Magina wieder gegen drei Rot-Weiße. Und diese haben ihm selbstverständlich den Ball abgenommen. Huttiger. Alain Sutter. Sehr schön gespielt, aber Türk Yılmaz war überrascht vom Zuspiel des Grasshoppers. Geiger. Wieder ein weiter Wechsel nach links, diesmal zu Hermann. Minuten bleiben noch zu spielen bis zur Pause. Die Schweizer führen mit 2:0. Standesgemäß, würde ich sagen. Offside. Zum dritten Mal hat die Abseitsfalle hier funktioniert. Die Amateure stellen die Abseitsfalle gar nicht schlecht. Knupp hat aufgestützt. Freistoß zur Bonini. Chapuisat hat den Ball auch weit hinten geholt. Beat Sutter hat nach links rochiert. Nach längerem Zögern hat der Schiedsrichter doch noch auf Freistoß zugunsten der Schweizer entschieden. Ein Schuh ist verloren gegangen, der Schuh des Abwehrspielers. Es geht zu und her wie bei einem Freundschaftsspiel. Der zypriotische Schiedsrichter lässt dem Verteidiger alle Zeit, die er braucht, um sein Schuhwerk wieder in Ordnung zu bringen. Da Bonini nimmt es locker. Er, der gesagt hat, ich freue mich darauf, mein erstes Länderspiel für mein Heimatland zu bestreiten, nachdem ihn ja zuerst Bologna nicht hat freigeben wollen für heute Abend, eben weil morgen Donnerstag das Cup-Spiel im Achtelfinale des italienischen Cup Modena bevorsteht. Gegen einen Serie B-Club muss Bologna antreten. Pickel, wieder rückt die Verteidigung auf einer Linie. Hermann auf rechts außen, nominiert ist er als linker Verteidiger. Dies zeigt, dass die Schweizer hier eigentlich sämtliche Freiheiten haben, die sie sich nur wünschen können. Alain Sutter, kein Foul, Angriff durch Zanotti, 4 gegen 4 zum ersten Mal. Magina, in der Mitte vorne ist Pasolini mit der Nummer 9, Bonini ist im Strafraum, da ist Bonini und vor Bonini hat Hermann noch abwehren können. Zum ersten Mal Gefahr im Strafraum, da sah die Schweizer Abwehr nicht sehr gut aus. Und es kommt zum ersten Eckball für San Marino, gespielt 10:35 Minuten. Und noch einmal Eckball, zur Freude der wenigen einheimischen Zuschauer hier. Eine Druckperiode in Anführungszeichen durch San Marino. Alle Feldspieler in der Platzhälfte der Schweizer vor dem Anstoßkreis, nur noch Türk Yılmaz. Und Glück für die Schweizer, dass sie hier nicht den ersten Verlusttreffer haben hinnehmen müssen. Ein schneller Gegenstoß jetzt. Beat Sutter zögert mit dem Abspiel. Und damit ist die Chance vertan. Pickel, Chapuisat. Hermann. Geiger. Aber jetzt ist doch etwas Stimmung aufgekommen hier im Mini-Olympiastadion.
Olympiastadion von San Marino. Chapuisat. Bonini. Sie haben die Mut gefasst, die San Marinesen. Knup muss hinten aushelfen, tut das geschickt. Beat Sutter. Türkimas. Bis jetzt kaum zu sehen. Geiger und Hermann sind die Spieler, die eigentlich am meisten im Ballbesitz sind. Hermann an Bonini. Rancini, Bonini. Ceccoli in die Füße von Knupp. Sutter, jetzt ist Platz da für einen Gegenstoß. Geiger ist da aus erster Form. Diesmal ist ein weites Zuspiel misslungen und er geht wieder zurück auf seine Abwehrposition. 38. Minute, 0:2. Alain Geiger in seinem 65. Länderspiel bereits. Mit Glück landet dieser Abstoß bei einem eigenen Mann. Herr gutes Direktspiel. Achter Eckball. Das ist Radice mit der blauen Mütze. Gigi Radice, Trainer von Bologna. Er wird natürlich ein Auge haben auf Türkilmaz heute Abend. Bis jetzt hat er nicht viel gesehen von seiner Neuakquisition. Hermann. Hermann, sehr initiativ. Türkilmaz, abgeblockt von Gopi. Türkilmaz wird sehr eng markiert von Gopi. Gopi folgt ihm auf Schritten Tritt. Für ihn natürlich auch ein großer Ansporn heute für Gopi,
den Internationalen der Schweiz, der den Weg nach Italien gefunden hat, heute eventuell auszuschalten. Das stachelt natürlich den Ehrgeiz eines Amateurs an und bis jetzt hält sich Gobi sehr gut gegen Türkilmaz. Da hat nicht viel gefehlt, ein guter Schuss von Knupp aus 20 Metern. Und dies in der 42. Minute. Das ist die Wiederholung, er rappelt sich auf und schießt trotz Behinderung doch noch. Es steht aber weiterhin nur 0-2. Beat Sutter, Hottiger, Alain Sutter. Die Schweizer versuchen das Spiel wieder etwas schneller zu machen. Pickel hat den Ball verloren. Herr hat den Fehler ausgebügelt. Recht riskant, der Rückpass von Geiger. Knupp. Gut gespielt, aber abseits. Knapp im Abseits, Türkilmaz. Hier haben sie wieder Karl Engel, der jeweils die Direktiven entgegennimmt von Stielicke. Türkilmaz ist für einmal auf die Seite ausgewichen. Das hat er sehr selten getan in diesem Spiel bis jetzt. Sutter, Knupp. Und da ist das 0-3. Diesmal ist mit Sicherheit Knupp der Torschütze. In der 44. Minute also 3-0 für die Schweiz. Beim 2-0 hat eventuell Chapuisat den Ball von Knupp noch abgelenkt gehabt. Knupp nicht im Abseits und kein gefährliches Spiel. Er war weit früher am Ball als Torhüter Benedettini. Das beruhigende 3-0 für die Schweizer. Sutter hat den Ball mit dem Kopf verlängert. Knupp ist sofort gestartet und er war hier ganz klar vor dem herausstürzenden Torhüter am Ball. Ein regulärer Treffer mit Sicherheit. Akzeptiert auch vom Schiedsrichter aus Zypern das 3-0 für die Schweiz. Hier haben sie genug. Jetzt also sein sechster Treffer im 11. Länderspiel. Mit der 9 haben sie Türkilmaz, der nicht gerade einen sehr glücklichen Eindruck macht, der wohl spürt, dass das Spiel etwas an ihm vorbeiläuft heute. Er war natürlich etwas oder ist etwas im Dilemma heute. Er soll gut spielen, er muss etwas riskieren, aber er hat sicherlich auch Angst, sich zu verletzen. Eine etwas zwiespältige Situation für den jungen Tessiner heute. Die 45. Minute läuft bequem die Führung der Schweizer mit 3-0. Ein Resultat, das auch der klaren, deutlichen Überlegenheit der Schweizer Mannschaften spricht, die das Spiel überhaupt nie aus der Hand gegeben hat. San Marino ist ein einziges Mal offside. San Marino ist ein einziges Mal zu einer gefährlichen Torszene gekommen. Da haben die Schweizer allerdings Glück gehabt, dass der Abpraller vor Walker nicht bei einem Angreifer, sondern bei einem Abwehrspieler gelandet ist.
Man zeigt uns hier wieder groß Türkilmas. Die Kollegen der Rai übertragen ja für uns diese Partie im italienischen Fernsehen. Wir haben auch 10 Minuten gezeigt von diesem Spiel. Und Sie kennen natürlich jetzt nach dem die Berichterstatter doch recht groß eingegangen sind auf Türkilmaz, vor allem natürlich die Nummer 9 der Schweizer. Uli Stielike hat mir versprochen, zu mir zu kommen hier in der Pause, um zu bekommen und auch nicht so oft in dieser Abseitsfalle laufen, wie wir es vorm Spiel eigentlich angesprochen haben. Dann werden wir auch in der Lage sein, noch das eine oder andere Tor zuzulegen. Da fehlt etwas die Konzentration und Sie haben ja mit den Spielern viel gearbeitet in den letzten 2 Tagen. Ist es auch ganz einfach nicht möglich, Berufsspielern beizubringen, dass man sich auch voll konzentrieren muss gegen Amateure? Das ist auch wirklich für den Trainer eine wohl beinahe unlösbare Aufgabe. Ja gut, Sie haben schon angesprochen, wir haben gerade auf dem Gebiet viel gearbeitet, aber anscheinend die Sicherheit, dass eben San Marino uns nie in Gefahr gebracht hat bisher, vielleicht bringen die eben das andere mit sich, aber da ist noch viel Arbeit zu verrichten. Gut, vielen Dank und viel Glück für die zweite Halbzeit. Dankeschön, Uli Stielecker. Wie Sie ja selbst sehen konnten, passiert ist noch nichts von Bedeutung. Die Trainer haben ausgewechselt. Neu im Spiel sind die Nummern 14 und 15 bei San Marino, Matteoni und Toccagelli. Bonini ist nicht mehr dabei, natürlich wie abgemacht bei San Marino. Und wie es Uli Stielike angekündigt hat, es ist also keiner verletzt gewesen bei denjenigen, die die ersten 45 Minuten bestritten haben. Und er konnte seinen Plan umsetzen. Er hat jetzt neu im Spiel mit der Nummer 15, Frédéric Chassot von Xamax Neuenburg, anstelle von Kubilay Türkilmaz, der sich jetzt also voll auf seine zukünftige Arbeit bei Bologna konzentrieren kann. 2,5 Minuten alt ist diese zweite Halbzeit. Das ist Frédéric Chassot, der 21-Jährige von Xamax, der heute sein 5. Länderspiel bestreiten darf. Jetzt wünscht der Schiedsrichter, dass sich auch Karl Engel hinsetzen muss. Hier haben Sie ganz links auf der Bank, am rechten Bildrand, hier ist er jetzt, Karl Engel. Er stand hinter der Bank, völlig ruhig, hat sich überhaupt nicht Richtung Seitenlinie bewegt. Und der jetzt doch etwas kleinliche Schiedsrichter aus Zypern hat Karl Engel zum Hinsetzen aufgeboten. Aufgefordert, besser gesagt, nicht aufgeboten. Kapitän ist jetzt Guerra, der diesen Abstoß bestreiten wird, nachdem der bisherige Kapitän Bonini das Spielfeld verlassen hat. Es wäre natürlich von Guten, wenn die Schweizer noch einige Treffer zulegen könnten, denn es geht hier nicht nur um diese 2 Punkte abseits, diesmal von Magina. Es geht eventuell in dieser Gruppe am Schluss auch um ein gutes Torverhältnis. Da kann vielleicht ein Treffer am Schluss den Ausschlag geben. Und wer dann eventuell gegen San Marino am deutlichsten gewonnen hat, fährt zur Europameisterschaft nach Schweden. In der Gruppe 2 San Marino, Bulgarien, Rumänien, Schottland und die Schweiz. Bulgarien, Schottland heute Abend 1:1. Die Situation im Augenblick: Schottland führt mit 5 Punkten aus 3 Spielen vor Bulgarien mit 3 Punkten aus 3 Spielen. Und ich zähle jetzt einmal diese 2 Punkte von heute für die Schweiz bereits hinzu. Knupp, Eckball. Dann kämen die Schweizer auf 3 Spiele und 4 Punkte. Würden also Bulgarien überholen und sich im Augenblick auf Platz 2 der Gruppe 2 hinter Schottland etablieren. Eckball durch Suter. Die nächste Partie der Schweizer am 3. April zu Hause gegen Rumänien. Dann am 5. Juni zu Hause gegen San Marino, am 11. September zu Hause gegen Schottland und als Abschluss dann am 13. November, gut, die Abwehr von Benedettini,
13. November, also in genau einem Jahr, die letzte Partie für die Schweiz in Rumänien. Einwurf. Die Konfusion recht groß. Ein Freistoß ist zum Schluss gespielt worden. Hier Chasso im Zweikampf mit Tocacelli. Geiger, Sutter, Hottinger zusammen mit Pickel, Beat Sutter, Geiger in Mittelstürmerposition vorne auf dem Elfmeterpunkt, aber Sutter kann sich nicht durchsetzen, holt aber immerhin den 10. Corner für die Schweizer heraus. Jetzt kommt auch hier nach vorn. Als einziger sichert jetzt hinten Hottinger ab und den Eckball tritt erneut. Alain Sutter, Torschütze, 1-0. Knopp. Hier haben Sie Adrian Knopp, Torschütze des 3-0. Zeichnet sich also im 233. Auswärtsspiel der Schweizer Nationalmannschaft hier endlich der 37. Sieg ab. Nur 37 Siege in 234 Spielen. Das sagt wohl alles über die Auswärtsstärke der bisherigen Schweizer Nationalmannschaften. 43 Mal unentschieden, 154 Mal hat man in der Fremde verloren. San Marino ist übrigens der 49. Gegner in der Länderspielgeschichte für die Schweiz. Laufduell zwischen Geiger und Cecoli. Alain Sutter. Geiger versucht Druck zu machen. Mit Tempo nach vorn zu kommen, Hermann Sutter, Beat Sutter, gestoppt von Montieroni, Chapuisat. Diesmal ist die 14, der neu eingetretene Matteoni, Sieger geblieben. Wieder Geiger, der vorrückt, Hottinger. Chasso. Beat Sutter hat sich fallen lassen. Chapuisat, pardon, nicht Beat Sutter. Montieroni hat sich entschuldigt. Er hat eventuell Chapuisat im Gesicht getroffen. Foul von Alain Sutter an Francini. Mancina holt einen Eckball heraus, es ist der dritte. Für San Marino gespielt sind genau 10 Minuten in dieser zweiten Halbzeit.
Balk sehr sicher. Er war ja bisher kaum beschäftigt. Chapuisat. Geiger. Pickel sehr lässig. Foul von Zanotian Hermann. Bis jetzt haben die Schweizer in diesen 11 Minuten der zweiten Halbzeit herzlich wenig geboten. Pickel. Das war recht großzügig vom Schiedsrichter, dass er diese Attacke gegen Pickel hat laufen lassen. Magina. Gut gemacht von Magina. Hier musste Walker Kopf und Kragen riskieren, um den allerersten offiziellen Treffer von San Marino in einem Wettbewerbsspiel in einer Europameisterschafts- oder WM-Qualifikation zu verhindern. Walker hat sich wehgetan, Ersatztorhüter wäre Brunner. Das ist die Wiederholung. Magina gegen Herr. Vordergrund Engel, der vor der Kamera steht. Und ganz knapp nur hat Mularoni verpasst. Zum Glück hat Stielike, wie er es angekündigt hat, nur einen Mann ausgewechselt. Er könnte also Walker noch ersetzen. Dies ist aber nicht nötig. Walker spielt nach kurzer Pflege weiter. Hier ist er vom rechten Fuß des San Marino-Angreifers am Knie getroffen worden. Aber der Schmerz ist vorbei und Walker wieder mit von der Partie. Alain Sutter. Chapuisat, Hermann. Sutter zusammen mit Pickel. Pickel lässt den Ball abprallen. Immer wieder diese Fehler im Mittelfeld. Ballverluste. Ungeschickte Ballverluste. In Interviews wenige Tage vor dem Spiel hat ja der Trainer von San Marino, Giorgio Leoni, gesagt, alles was besser ist als 0-5 ist für uns wie ein Sieg. Später hat er dann seine Aussage zurückgenommen und hat gesagt, ich glaube, es ist sogar möglich, unentschieden zu spielen. Das wird ihm wohl kaum gelingen. Aber die Schweizer führen mit einer bis jetzt mäßigen Leistung nur 3-0. Offside von Magina. Vordergrund haben sie wieder Karl Engel. Brunner schnürt jetzt doch die Schuhe auf der Ersatzbank. Aber auch Pifaretti macht sich bereit. Ich glaube, dass Walker weiterspielen kann. Foul am Pickel. Stielike gibt jetzt Anweisungen unten am Gitter. Und Pifaretti wird bereits annonciert an der Linie, auch wenn er noch nicht bereit ist, um ins Spiel einzugreifen. Hier sehen Sie die Nummer 14, das ist die Nummer von Pifaretti. Pickel wird vermutlich aus dem Spiel kommen. Pickel, dem es gar nicht gelaufen ist. Jawohl, da ist der Pickel, verlässt das Spiel. Jetzt ist also das Auswechselkontingent erschöpft auf Seiten von Stielike. Pifaretti im Mittelfeld jetzt für Pickel. Das ist Pifaretti. Er
Er kommt so zu seinem 15. Länderspiel. Eine gute Direktabnahme war das von Herr. Chapuisat kommt nicht an Guerra vorbei, Machina. Biffaretti hat Machina den Ball abgenommen. Beat Sutter, Geiger. Beat Sutter, gefault, das gibt eine gelbe Karte eventuell. Kopi entschuldigt sich, er hat Glück, er wird nicht verwarnt. Freistoß für die Schweizer Mannschaft, da sehen Sie noch einmal das harte Einsteigen von Kopi gegen Sutz. Das Dutzend ist voll an Eckbällen für die Schweizer. Chapuisat wird von links diesen Eckball treten. Biffaretti begibt sich zurück in den Anstoßkreis als einziger, auch Geiger ist vorn, Herz ist vorn. Hier haben Sie Biffaretti gesehen. Sicherlich ist es nicht einfach, gegen eine Mannschaft anzurennen, die derart defensiv spielt, die mit der ganzen Mannschaft praktisch immer hinten steht. Da sind die Räume eng. Und wenn dann die eigenen Verteidiger und Mittelfeldspieler auch noch aufrücken, dann wird es enger und enger. Aber individuell müssen sich die Schweizer in Dribblings doch klar durchsetzen können gegen Amateurspieler aus der italienischen 5. oder 6. Liga. Einmal mehr abseits, gleich drei Schweizer befanden sich im Abseits. Und jetzt wird die Zuschauerzahl gemeldet. Das ist wohl die geringste bei einem Länderspiel der Schweizer Nationalmannschaft, die wir je erlebt haben. Es sind anwesend 931 Zuschauer. Eintritt bezahlt haben davon 631. Und eingenommen worden sind 13.975.000 Lire. Also ungefähr, Achtung, San Marino im Angriff. Keine 20.000 Franken. Die Einnahmen am heutigen Abend. Wieder ein recht grobes Einsteigen von Zanotti. Die Kräfte lassen jetzt vielleicht etwas nach bei den Spielern von San Marino. Das führt dann auch zu Unsauberkeiten. Bis jetzt war die Partie sehr fair. Verwarnt worden ist Guerra. Chapuisat ist verletzt. Auswechseln können die Schweizer jetzt nicht mehr. Die Nummer 4 von San Marino, Zanotti, hat hier überhaupt keine Chance gehabt, den Ball noch zu treffen. Er hat den Fuß getroffen von Chapuisat. Aber auch er kann nach kurzer Pflege wieder weiterspielen. Auch von ihm war noch nicht allzu viel zu sehen. Genau wie von Türkilmaz, der ja ausgewechselt worden ist. Und Freistoß durch Biffaret. Der Ball war im Out. Einwurf für San Marino. Hottiger
Kein Abseits, Chasso. Und eine gute Abwehr von Benedettini, dem 29-jährigen Torhüter. Eckball Nummer 13 ist fällig. Chasso und Benedettini. In der Mitte, völlig freistehend, war noch Chapuisat im Strafraum. Geiger. Er will seinen Stürmern zeigen, wie man Tore schießt. Der Ball flog doch um mehr als 5 Meter am Tor vorbei. 20 Minuten sind bereits gespielt in der zweiten Halbzeit und die Schweizer haben noch keinen weiteren Treffer erzielen können. Magina im Zusammenspiel mit Pasolini, allerdings nicht sehr lange her. Hermann hat seit der Auswechslung von Bickel ins Zentrum des Spiels gewechselt. Pifaretti hat die Position auf der linken Seite eingenommen für die vorher Hermann gespielt hat. Und Hermann spielt jetzt im Zentrum, dort wo vorher Bickel agiert hat. Die Rückgaben, die Verteidiger von San Marino immer wieder spielen. Diesmal war es Toccagelli. Kein Abseits. Chasso bringt doch etwas Zug in den Angriff. Die Gefahr ist noch nicht vorbei und Hermann vergibt diese goldene Gelegenheit in seinem 106. Länderspiel. Chasso hätte da eigentlich schon das 4:0 erzielen müssen. Sie sehen die Wiederholung. Chapuisat hat den Ball dann doch noch zur Mitte gebracht und Hermann hat kein Glück gehabt. Das sind natürlich Möglichkeiten, die man nicht auslassen darf. Noch gut 20 Minuten bleiben zu spielen. Foul von Alain Sutter. Das Beste an der Partie sind wohl die 2 Punkte, die man gewinnen wird. Wenn nicht noch 2, 3 Treffer fallen, dann dürfen die Schweizer auf keinen Fall mit ihrer Leistung hier zufrieden sein. Aber die Prämie von 5.000 Franken pro Kopf werden sie wohl dennoch erhalten. Die ist vertraglich fixiert. Guerra, gut, sein Stellungsspiel, aber auch dieser Befreiungsschlag ein Zeichen dafür, dass die Kräfte bei San Marino langsam nachlassen. Die Worte von Stilicke
weitergeleitet durch den Mittelsmann in die Kabine der Schweizer, haben wohl nicht viel gefruchtet. Er hat ja auch bei uns am Mikrofon unmissverständlich kundgetan, dass er nicht zufrieden ist mit der Leistung der ersten Halbzeit. Und er hat dies auch mit Sicherheit recht deutlich zum Ausdruck gebracht gegenüber Karl Engel. Und ich nehme an, dieser hat dies auch mit aller Deutlichkeit weitergegeben. So was bis jetzt zu sehen war in diesen 26 Minuten der zweiten Halbzeit, hat es die Spieler nicht wachgerüttelt. Man geht recht lässig zur Sache. Der Sieg steht fest, das kann man sagen. Die Amateure von San Marino gewinnen einen viel zu großen Anteil der Zweikämpfe. Gegen die Profis, aus der Sicht dieser Profis. Aber das können sie nur selber ändern. Die Schweizer wirken auch nicht voll konzentriert. Hottiger. Da ist kein Zug drin, kein Tempo. Viel zu wenig Bewegung bei den Sturmspitzen. Kaum eine der Sturmspitzen wechselt die Position. Jeder trabt in seiner Linie nach vorn Richtung Tor. Da sind keine Rochaden, keine überraschenden Antritte. Alles geschieht immer im selben Tempo, wobei Tempo beinahe zu viel gesagt ist. Das führt dann dazu, wieder abseits. Das führt dann dazu, das ist mindestens das sechste oder siebte Mal, dass die Schweizer jetzt in die Abseitsfalle getappt sind. Das führt dann zu diesem Spiel ohne Torchancen oder mit nur ganz seltenen Torchancen. Zu diesem Geplänkel im Mittelfeld. Und man weiß ja, dass zudem die Eidgenossen nicht Weltmeister sind im Ausnutzen von Torchancen. Und wenn sie dann nur wenige haben, dann fallen halt auch nur derart wenig Tore wie bis anhin. 3:0 für die Schweizer nach 28 Minuten in der zweiten Halbzeit. Geiger hat zum Glück hinten abgesichert. Sie sind gut gelaunt, die San Marino-Spieler. Sie dürfen zufrieden sein bis jetzt mit dem Resultat. Und sie wünschen sich jetzt natürlich ihren ersten Treffer in einem Länderspiel. Zweimal waren sie ganz nahe dran. Pasolini holt sich den Ball. Wieder einmal alle Feldspieler in der Platzhälfte der Schweizer. Macina. Und vergessen wir nicht, Bonini fehlt in dieser zweiten Halbzeit, der einzige Berufsspieler aus San Marino. Immerhin haben die Einheimischen jetzt doch den vierten Eckball gegen die Schweizer herausgeholt. Jetzt nur noch Chapuisat bei den Schweizern. Wenn es jetzt schnell geht, dann haben die Schweizer einmal Raum für einen Angriff. Alain Sutter, genau auf den Fuß von Toccacelli. Noch einmal Sutter. Zugegeben, dass der ist etwas holprig, aber so wie ich es beurteilen kann, weit besser als der Rasen im San Siro Stadion, wo ja Inter und Milan jeweils antreten.
12 Minuten. Nein! Ein Spiel, das man wohl möglichst bald vergisst und das Positive zur Kenntnis nimmt. 2 Punkte, das heißt 3 Spiele und 4 Punkte für die Schweiz in dieser Ausscheidungsgruppe 2 und damit Rang 2 hinter den Schotten. Einen einzigen Punkt liegt man dann nach 3 Spielen hinter den Schotten zurück. Allerdings haben Schotten, Rumänen und Bulgaren natürlich noch nicht gegen San Marino gespielt und sie werden zweifellos auch zu beiden Punkten kommen hier in San Marino. Krampferscheinungen, dies passt eben zu den nachlassenden Kräften, von denen ich Ihnen gesprochen habe. Zu spielen bleibt jetzt noch eine knappe Viertelstunde. Eine halbe Stunde lang haben die Schweizer jetzt keinen Treffer mehr erzielt. Chasso hat 2-3 Mal etwas Zug in den Angriff gebracht, aber viel geändert hat nicht. Gutes Dribbling von Francini. Schussgelegenheit sogar für Cecoli. Das ist Cecoli. Massimo, einer der älteren Spieler mit 26 Jahren. Auch er spielt in einem Club der Amateurliga im Nachbarland Italien. San Marino flächenmäßig das kleinste Mitglied der UEFA mit 60,5 Quadratkilometern. 23.000 Einwohner hat diese Kleinstadt. Eingeschrieben sind alles in allem Junioren mitgezählt beim sanmarinesischen Fußballverband. 950 Spieler. Hottiger im Bild, Mark Hottiger. Matteo! Nicht der Ball annehmende Magina war in Abseitsposition, sondern links außen. Einer seiner Kollegen, Geiger, mit einem Energieanfall. Hermann, gut hat der Chapuisat gesehen, aber der schlägt statt auch zum Ball in den Boden. Kein Problem für Benedetti, den Torhüter von San Marino. Hottiger, Beat Sutter. Knupp wollte verlängern zu Chapuisat. Wieder eine riskante Rückgabe der Verteidiger. Eckball Nummer 15. Ausgeführt von Sutter, Beat zu Alain. Diesmal ist der Schuss besser gelungen von Alain Sutter. Aber Chasso hat den Abpraller nicht verwirken können. Ein guter Schuss diesmal von Alain Sutter. Trocken im Ansatz. Der Ball springt vor die Torlinie. Kein Tor und dann bringt Chasso den Ball nicht im Netz unter. Die beste Szene für die Schweizer Angreifer in dieser zweiten Halbzeit. Gefährliches Spiel, zu hoch das Bein. Beim Schweizer entscheidet der zypriotische Schiedsrichter Freistoß indirekt. Durch Zanot. Foul von Herr. Magina liegt am Boden. Der gefährlichste Angreifer von San Marino. Auch San Marino hat bereits 2 neue Spieler auf dem Feld. Kann also nicht mehr auswechseln. Das ist noch einmal die Wiederholung des Schusses von Alain Sutter. Pasolini wird den Freistoß treten. Die Distanz gut 30 Meter zum Tor. Der Ball ist noch abgelenkt worden. 5. Corner für San Marino und dies
in der 36. Minute der zweiten Halbzeit. Keine 10 Minuten sind mehr zu spielen. Die Schweizer führen 3:0. Walker dirigiert die Abwehr. Macina tritt den Eckball. Noch einmal ein Eckball, es ist der sechste. Vorne, vorum vieren! Vorum vieren, Anne! Okay! Alle, Oliva, Oliva! Ja, Stein! Wir machen den Ballon! Schickte Schapisa. Der ist gesperrt worden. Freistoß also für die Schweizer. Die Nummer 2 hat reklamiert, Montironi, und er wird verwarnt. Gelbe Karte für Montironi, wegen reklamiert. Kostas Kapsas aus Zypern hat keine großen Probleme gehabt mit der Leitung dieser Partie. Die Spieler agierten mehrheitlich fair und korrekt. Gestoßen hat diesmal Beat Sutter. Hermann kommt nicht an Kapitän Guerra vorbei. Die Spieler aus San Marino haben sich tapfer geschlagen. Der erste Treffer war ein individueller Fehler ihres Stars Bonini. Sutter hat ihn ausgenutzt. Und bei den übrigen beiden Toren konnten sie nicht viel ausrichten. Geiger, eindeutiges Foul von Geiger gegen Zanotti. Schiedsrichter lässt aber weiterspielen nach diesem Rempler von Geiger. Pfeift aber dafür jetzt ein Foul des Schweizers. Damit ist die Gefahr einmal mehr gebannt. In oder vor dem Strafraum von San Marino. Sechs Minuten bleiben noch zu spielen, egal was geschieht. Stolz können die Schweizer nicht sein auf ihre Leistung von heute Abend. Auch wenn sie 2 Punkte einbringen wird. Knupp. Vorteil. Hottiger hat geflankt. Auch Schapuisat kann sich praktisch nie durchsetzen gegen Montironi. Da ist Montironi, der sehr schön den Ball weiterleitet zum eigenen Mann. Macina. Pizzaretti. Spiel gekommen für Pickel. Und wieder die Nummer 2, schneller als Schapuisat. Alain Sutter. Die Aufgabe ist natürlich eine undankbare gegen ein solches Team, das dann meist sehr motiviert über sich hinauswächst, antreten zu müssen. Bedenken wir, erstes offizielles Länderspiel, ein Riesenereignis für die Spieler hier aus San Marino. Dann die Schweizer haushohe Favoriten, Chasso. Und Chasso schafft es. Immerhin noch ein Tor in dieser zweiten Halbzeit. Torgersatzmann Chasso in der 40. Minute, in der 85. total. Das 0:4 durch Chasso. Nach einem guten Steilpass findet er freie Bahn. Und überläuft auch den Torhüter. Trifft dann sogar auch noch aus
relativ spitzen Winkel ins Tor. Ich sagte, eine recht undankbare Aufgabe. Jedermann erwartet einen klaren und deutlichen Sieg mit Höhepunkten, mit Glanzlichtern. Und einmal mehr zeigt es sich, dass dies auch gar nicht so einfach ist. Auch die Schweizer haben nicht das Gegenteil beweisen können. Die Österreicher haben gegen die Färöerinseln verloren. Die Deutschen haben nur 3-2 gewonnen in Luxemburg. Immerhin waren die Schweizer nie in Gefahr, diese Partie zu verlieren. Schuster, Schapita, Knupp und Schasso, die Torschützen bis jetzt zu diesem 4-0. Der 37. Auswärtssieg einer Schweizer Nationalmannschaft steht fest. Im 507. Spiel ist die Siegnummer 143. Und man hat erzielt die Tore Nummer 705, 6, 7 und 8. Eingesteckt hat die Schweizer Nationalmannschaft im Total bis jetzt 1051 Treffer. Immerhin hat sie heute Abend keinen hinnehmen müssen. Einwurf durch Hottiger. Chasso. Hottiger. Alain Sutter. Offside, klares Abseits von Martina. Auch in ihrem fünften richtigen Länderspiel werden die Sanmarinesen wohl auf ihren ersten Treffer vergeblich gewartet haben. Zu spielen sind nur noch 2 Minuten. Und keiner im Stadion hat wohl etwas dagegen, dass diese Partie nur noch 2 Minuten dauert jetzt. Weder Spieler noch die spärlich erschienenen Zuschauer. Beat Sutter, Alain Sutter. Noch einmal zu einem Eckball in der 90. Minute. Vielleicht reicht es noch zum 5-0. Alain Sutter. Gutes Zuspiel von Alain Sutter auf Hottiger. Abstoß. 90 Minuten sind vorbei. Während der Pflege von Torhüter Walker ist einiges an Zeit verstrichen, deshalb lässt wohl der Schiedsrichter noch nachspielen.
Aber da ist der Schlusspfiff. Viel bleibt nicht mehr zu sagen. Die Spieler tauschen ihre Trikots. Die Schweizer gewinnen 4:0 und damit die erwarteten 2 Punkte. Die Torschützen Sutter, Chapuisat, Knupp und Chasseau. Viel mehr bleibt nicht zu registrieren. Vielleicht noch der Pfosten.